euch herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der SGS Essen gegen Werder Bremen. Zu meiner Rechten begrüße ich Bremens Trainer Thomas Horsch, zu meiner Linken unseren Coach Markus Hübner. Das Spiel im Stadion an der Hafenstraße endete 1:1. Die Torschützin waren für die SGS in der 90. Minute Ramona Meyer und für Bremen in der 55. Wenn wir es richtig gesehen haben, Lina Hauseke. Insgesamt sahen 1.512 Zuschauerinnen und Zuschauer das Spiel. Bevor wir nun zu den Statements der beiden Trainer kommen, schmeißen wir noch einen Blick auf die Ergebnisse der anderen Spiele. Köln unterlag gestern Leverkusen 0:1 und Freiburg unterlag heute Nürnberg 0:2. Morgen spielen noch Wolfsburg gegen Hoffenheim, Frankfurt gegen Duisburg und Leipzig gegen München. Kommen wir nun zu den Statements der beiden Trainer. Thomas, als Gast hast du selbstverständlich das Vorrecht. Ja, hallo zusammen. Dann versuche ich das mal ruhig und sachlich zu machen. Finde ich ganz gut. Es ist natürlich total ärgerlich, wenn man insbesondere in der zweiten Halbzeit ganz viel richtig gut wegverteidigt und dann durch so ein Tor nachher, das ja dann auch ein bisschen erzwungen wurde, ein bisschen zufällig fiel, unglücklich, dann durch so ein Tor noch den Sieg kurz vor Schluss aus der Hand gibt. Aber im Endeffekt muss ich schon sagen, dass das Ergebnis völlig korrekt ist, auch wenn es ärgerlich ist zum Schluss. Wir haben die erste Halbzeit nicht richtig gut stattfinden können hier, sind ja froh, dass wir dann mit 0:0 in die Halbzeit gegangen sind, obwohl wir nicht richtig viele Großchancen zugelassen haben, aber ja, da hätte das auch in Richtung Essen ausschlagen können. Dann sind wir besser aus der Halbzeit gekommen, sind auch durch eine gute Offensivaktion in Führung gegangen, haben alles reingehauen, wirklich mit Leib und Seele und alles wegverteidigt, bis dann eben kurz vor Schluss diese unglückliche Situation kam. Und dann ist es am Ende dann doch der ärgerliche, aber verdiente Ausgleich für Essen gewesen. Und ich hätte natürlich sehr, sehr gerne hier mal gewonnen. Das wäre auch schön gewesen, aber irgendwie sind es immer so komische Spiele und jetzt war es wieder unentschieden. Aber in der Situation, letzte Woche das Highlight-Spiel bei uns im Weserstadion gehabt, gewonnen, haben 6 Punkte, sind nochmal durchgerüttelt worden, haben ein, zwei krankheitsbedingte Ausfälle noch gehabt und aufgrund der Situation nehmen wir den Punkt gerne mit, hätten natürlich aufgrund des Spielverlaufs gerne 3 mitgenommen, aber so ist Fußball nun mal und das, wie gesagt, war auch verdient zum Schluss. Ja, danke Thomas. Zu der Sache mit den möglichen 3 Punkten würde ich sagen, auf geht's in die neue Saison. Ne? Ein Spiel gegen euch werden wir jetzt dieses Jahr nicht mehr haben, müssen wir beide in der Liga bleiben, dann sollte das klappen. Markus. Ja, ich bin natürlich heilfroh, dass uns die Person von Ramona Meyer in der 90. Minute noch der Ausgleich gelungen ist. Der klar verdiente Ausgleich. Ich finde, wir haben gerade in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht. Bremen. Oder beziehungsweise wir haben den Gegner gut gestresst, sehr gut angelaufen, hatten viele gute Pressing-Situationen. Aus diesen Pressing-Situationen heraus hatten wir dann auch die ein oder andere Torschuss, natürlich in der 10. Minute, wo wir die Torhüterin unter Druck gesetzt haben. Und dann Natascha Kowalski, sie hat eigentlich eine super Schusstechnik, hat dann im Endeffekt die falsche Lösung gewählt. Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit. Klar ist aber auch, dass Bremen, und das haben sie, finde ich, jetzt im Verlauf der Saison bewiesen, eine richtig gute Mannschaft ist. Thomas hat die Mannschaft top entwickelt, noch mit den ein oder anderen neuen Spielerinnen. Von daher war es uns auch klar, dass es ein sehr, sehr schweres Spiel wird. Bremen hat das jetzt auch gerade letzte Woche mit dem souveränen 3:0 Heimsieg gegen Köln bewiesen. Aber das ist klar, man kann nicht alles wegverteidigen. In der 55. Minute dann ein sehr guter Angriff, allerdings haben wir da auch in meinen Augen, gerade im Mittelfeld, hätten wir den Ball schneller, besser klären können. Dann macht das Bremen aber überragend, beziehungsweise sie hatten dann das, was uns vielleicht in der einen oder anderen Situation gefehlt hat, eine Top-Box-Besetzung. Und das ist klar, wenn der Hausige dann von 5-6 Metern zum Kopfball kommt, dann wird es brandgefährlich und dann macht es den auch klar rein. Ja, wir haben dann, ich denke, wir waren dann so 15, 20 Minuten ein bisschen aus der Spur, sind hektisch geworden. Aber Gott sei Dank haben wir dann die letzten 10 Minuten nochmal einen klaren Kopf bewahrt und dann in meinen Augen den klar verdienten Ausgleich gemacht. Das fühlt sich jetzt natürlich für uns an, ein gefühlter Sieg. Denn, also mir persönlich war das auch wichtig, dass man mit einem Erfolgserlebnis jetzt in die Länderspielpause geht. Wir haben jetzt 7 Punkte nach 5 Spielen. Ich glaube,
Da können wir alle mit leben. Schön wäre es natürlich gewesen, heute mit einem Big Point 9 Punkte zu haben, aber ich denke, manchmal muss man sich auch mit einem Punkt zufrieden geben. Von daher bin ich schon zufrieden. Danke. Ja, danke dir, Markus. Herzlichen Dank den beiden Trainern und auch Ihnen und euch für die Aufmerksamkeit. Das nächste Spiel der SGS findet am Samstag nach dem Länderspiel, nach der Länderspielpause. Ist doch Samstag, ne? Weil die Woche sind die beiden müssen um 14 Uhr starten. Bremen empfängt zum Montagsspiel dann Eintracht Frankfurt. Ein Anpfiff ist dann um 19.30 Uhr. Zum nächsten Heimspiel im Stadion an der Hafenstraße erwarten wir irgendwo zwischen dem 10. und 13. November den ersten FC Nürnberg. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Ich verweise hier auf die zeitnahen Infos des Vereins. Kommen Sie alle gut nach Hause. Dir, Thomas, und deiner Mannschaft eine gute Rückreise nach Bremen. Und Ihnen allen noch ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Yeah!